der fünfte Reihe mit Philipp Siffert, dem jungen Schweizer, Tabellenfünfter, zusammen mit Führungswagen kommt, Feld kommt auch, fein geordnet, Start freigegeben durch stellvertretenden Rennleiter Helmut Schlosser. Es macht sich gleich mal der Gelbe auf an die Spitze, Fernsehbilder haben wir auch, können wir gleich mit reingucken. Da wird noch aufgezeichnet für DSF und wahrscheinlich für andere Fernsehsender. Marcel Clay, der Polsetter, ist jetzt darauf, gleich in der ersten Kurve. Ganz günstig liegt, der nämlich auf Platz 2 lag, muss man sagen, denn heute wird er diesen zweiten Rang verlieren. Warum fahren die eigentlich so hart, Norbert? Also erstmal trifft Julian Westwood das weniger hart, als man denken möchte, denn in der ersten Kurve hat sich gleich mal Andrea Bellicki, der Tabellenführende, in Andrea schubsen lassen. Und es sind einige Herrenfahrer dabei, wie Marcel Klee, der hier ganz an vorderster Front mitkämpft mit Ralf Druckenmüller, der jetzt eine Attacke nicht reiten kann, der vor der Grundlichtkehre an dieser Stelle. Und diese Mischung macht die ganze Sache brisant. Die einen Herren haben jede Menge Erfahrung. Aber gleichzeitig extrem ehrgeizig. Vielleicht auch mehr Sachen machen. Zumal man ja auch vom größten Publikum fährt, der hier beim Kurve an großen Preis von Monaco. Julian Westwood, 16. Position, sieht auch ganz übel aus und jetzt kommen sie im Formationsflug um die Spitzkehre bei und Druckenmüller Hellbach beobachtet das ganz genau. Gehen die drei da vorne zu Werke. Irgendwann wird dann die letzte Hemmschwelle fallen. Aber er hat es natürlich schwer erkannt, Frank Gebär. Das ist eine amüsante Geschichte aus einem gemeinsamen Formel-Vorzeiten aus 1991. Da sind die beiden schon mal gegeneinander gefahren. Und Doki hat gesagt, selbst damals war der Gebär schon ein alter Hund, mit allen Wassern gewaschen. Aber man weiß, man kennt sich. Man weiß, worum es geht. Und Marcel Klee weiß auch, worum es geht. Seit Ewigkeiten fährt der Schweizer im Renault, international Renault. Das geht auch in den USA. Versucht sich gegen Druckenmüller zu wehren, das Trio Druckenmüller, der regulär im Megane Cup in Deutschland startet in dieser neunteiligen Rennen. 1-0-0, alles fährt 1-0-0, fröhlich vor sich hin. Im Moment sind sie alle gleich bis hin zum 7. Platz, nur betreffend durch die 100. So, jetzt haben wir genau die Situation, das riecht förmlich nach Ärger und da behält Clay wohl die bessere Seite der Münze für sich. Das sehen Sie auf der Großbildleinwand da vorne. Es ist gewaltig, es ist gewaltig.
Kraschaft zeigen, da geht's rund. Da ist ja mehr Spaß als im ganzen STW Cup. In der ganzen STW Meisterschaft. Also unglaublich, was hier angeht. 29. Runde läuft. Damit noch 6, 7 Runden und dann ist hier die Suppe leer gegessen. Erscheint hier die 37, sieht auch sehr gut aus. Julian Westwood, der hat auch irgendwas aufs Haupt gekriegt. Druckenmüller ist schon wieder Vierter, aber hat 5 Sekunden Rückstand. Die sollen da vorne noch ein bisschen weitermachen, dann kommt er noch auf den Podium. Heiliger Bimba.